Willkommen zurück zu Dishonored 2 immer noch. Wir sind immer noch damit beschäftigt, den guten Anton Sokolov von A nach B zu bringen. Das einzige Problem ist, wir sind gerade nach unten gesprungen, weil ich wollte nochmal mit Schwarzer dir ein bisschen leuchten. Könnte ein Sturm aufziehen. Haben die nur die Wachen umgebracht? Du willst etwas über sie wissen. Ihr Wort ist nicht wert. Sie sagt, was sie glaubt, was andere hören wollen. Das ist alles, was ich über sie weiß. Wer ist sie? Sie hat eine Schachtel geschickt. In schönem Papier. Mit blauer Schleife. Sie wünschte, sie könnte sehen, wenn er sie öffnet. Und die Blutfliegen findet. Nett. Ja, sie wünscht sich, dass das ist. Na gut. Kommen wir jetzt hier wieder am schönsten hoch. Komm ich damit an die Kante wieder ran? Das ist. Prinzipiell habe ich doch eigentlich alle ausgeschaltet, die in dieser Hütte gewohnt haben, oder? Also müsste ich doch eigentlich relativ easy hier einfach hochrennen können, oder? Der Nebengleis hat auch Strom an, oder? Der Strom hat vielleicht Strom, aber das ist mir egal. Genau, ich kann einfach so springen. Haha. Ja. Zack. Da hat mir aufgehört, gibt es da unten vielleicht noch Loot? Zumindest sehe ich gerade keins. Kann ich nicht noch was ausbauen, was vielleicht gerade jetzt für die letzten 5 Meter noch gut ist? Ja, das Greifen ist halt nicht so doll. Nachtsicht? Ja, gut. Was ist das hier eigentlich? Müssen wir sehen, ob hier eine Gäste Mensch oder Hunde tötet. Verzauber bis zu 3 Menschen. Verlängert Dauer. Was macht denn das Mesmerine? Mesmerine erzeugt ein Wesen aus dem Nichts, das zwei Menschen oder Hunde verzaubert und danach ihr Kurzzeitgedächtnis löscht. Nur Mesmerine können das beschworene Wesen sehen, Verbündete ihr seltsames Verhalten bemerkt, gerne noch aus Gegnern näher finden. Mesmerine wirkt sich immer auf das nächste lebende Ziel aus, nutzt die Kraft, um zum Gehen nicht mitkommen, was um ihre Geschwindigkeit den Kampf einnehmen. Achso, betört. Warum habe ich den Töten gelesen? Doppelgänger? Ja, guten Schatten anlocken. Scheint Doppelgänger töten, wenn er. Der tötet? Schau Platz mit deinem Doppelgänger. Das rumherum klingt ziemlich cool. Dann hören wir auf deine Gegner, wenn der verschwindet. Beschwör zwei Würde, wenn ich agieren. Cool. Hier nicht noch bewege ich, aber sind Höhen und Sprünge. Das wäre nicht mal ganz nützlich, ne? Reflexe? Blancs und Profil? Das ist ja Quatsch. Vitalität? Nee, aber hier. Knochenhandwerk. Das wäre gut. Kriegen wir Verderbnis mit 3 oder 4 Eigenschaften. 3 oder 4 Eigenschaften? Hast du die selber Eigenschaften, was ich mal bei deinen herstellen? Die Herstellung von einem Bezahlen führt nicht zu Verderbnis. Ja. So, ich könnte jetzt also. Stell einen deine eigene Knochen, wo die Gefahr besteht, dass sie verderben. Ja, also da, wo ich das mache, bräuchte ich eigentlich quasi. Ich könnte das ja mal leveln, bevor ich das vergesse. So, warte mal. Das kann ich erst leveln, brauche ich Hexenhandwerk für. Also das da. Verringere die kriegen schon das Verderbnis von Knochen mit 3 oder 4 Eigenschaften. Okay. Das, geringe Wahrscheinlichkeit doch noch und schätze dann die Büro war oder bestehen wir. So, dann gucken wir uns das Crafting mal an hier. So, Knochenartefakt. Erstmal habe ich jetzt ja hier Slots ohne Ende. So, weg, was haben wir hier noch? Irgendwas mal. Weiße Ratten, Dings, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Riesen unter Wasser, Mana, ja, okay. Schönes, wenn wir eine Kinderschwertchen so. Kriegen schon das Kugelstein mehr ein Kugel dabei. Ah, wow. So, warte mal. Dann gucken wir mal hier. So, Knochenhandwerk. Ich habe 5 Wahlknochen. Ich kann erstmal Knochenartefakte opfern. Was habe ich denn hier alles? Warte mal. Feuerfest. Das können wir noch behalten. Ja. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. So, Fechter. Du gewinnst Schwertkämpfe leichter. Das kann auch auf jeden Fall weg. Brandstifter. Kleidergeschwindigkeit ist leicht erhöht. Das benutze ich nicht. Achso, ich muss die Eigenschaften erst rausholen oder was aus den Dingern. So, das sieht aber auch aufgefallen hier. Ich kann auf jeden Fall die verderbten Artefakte alle noch wegholen. Kurz unsichtbar nach Wirkung oder. Ja, gut, das ist mir egal. Das wäre ein schwer größeren Schaden los. Das hier würde ich noch mit Gegner mit weit reichen. So, noch. So, und jetzt kann ich Knochenartefakte mit 2 Eigenschaften herstellen. Achso, ich habe gar nicht genug Eigenschaften. Also. Stell mit Runen mit Ra als Ressource her. Von. Ja, aber was brauche ich denn für so Runen herstellen? Achso, davon brauche ich Runen herstellen. Achso. Dann war das Opfer, den ich gerade. Oder ja, ich habe jetzt mehr Wahlknochen als vorher, oder? Weil ich habe ja gerade Knochenartefakte, aber das habe ich nie noch. Betrieb.
trinken aus einem Brunnen. Das habe ich gerade drin. Ich habe keine Ahnung, wie man aus dem Brunnen trinkt, oder? Ich habe jetzt 17 Wahlknochen, ja. So, jetzt muss ich mehr haben. So, die Frage ist bloß. Ich denke mal mit 3 Eigenschaften. Also, dann könnte ich jetzt hier. Jetzt könnte ich hier 3 Eigenschaften und einen Knochenartefakt reinballern. Das hat das alle 3 Eigenschaften? Das ist ja absolut OP, oder nicht? Warte mal, wenn ich das Ding jetzt herstelle? Ja, dann wär's doch eigentlich. Oh, ich habe aber 3 Wahlknochen dafür verbraucht. Achso, je mehr Eigenschaften drin sind. Okay, gut. Dann wäre es aber trotzdem klug, wenn ich erstmal alle Artefakte, die ich so habe. Das Ding ist erstmal mein hergestelltes Knochenartefakt Nummer 1. Meine Falkenangriffe verbrauchen etwas Gesundheit. Ist mir total wumper. Ich mache nie Falkenangriffe. Ich frage es bloß, möchte ich meine Wahlknochen wirklich für Effizienz opfern? Nackte ist es ja nicht notwendig. Noch habe ich nicht genug gefunden, dass es notwendig wäre. Hier habe ich alles gut. Wenn ich noch mehr Knochen, ich werde das mal weiter leveln im Hintergrund, ich habe gerade sowieso keine Fähigkeit. Jetzt machen wir erstmal Akrobatik. Und wenn ich aber mehr brauche, dann könnte ich mal drüber nachdenken, weil ich finde es mir besser, wenn ich einfach Runen herstelle aktuell aus meinen Wahlknochen. Ne? War andererseits, mir fällt gerade so ein, eigentlich verliere ich hier überhaupt nichts, wenn ich 3 Artefakte auseinandernehme, um 3 Eigenschaften reinzumachen. Und die könnte man hier nicht einfach böse laden und speichern, bis man die Artefakte hat. So. Vor allem die Chance auf Verderben ist gering. Das ist keine Leiche. Okay. Leute finden das anscheinend verdächtig, wenn man Leichen durch die Gegend trinkt. Eine Leiche, nein. Ach, ich hasse Menschen. Sie finden es verdächtig, wenn man Leichen durch die Gegend trinkt. Also wirklich. Was das schon wieder soll. Gab es nicht irgendwo mal so ein... Genau, ich kann mich da einfach durch die Wohnung schleichen und von da aus relativ ungesehen mit Sokolov hier durchkommen, oder nicht? Die Wohnung war nicht belebt, oder? Ich habe ja keine Erinnerung, glaube ich, ob das... Na, doch, sieht direkt verfallen aus. Nö, nö. Hier lebt keiner mehr. Großartig. Ich frage mich bloß, ob mir wie im ersten Teil irgendjemand dafür dankt, dass ich die Leute nicht getötet habe. Obwohl das prinzipiell eigentlich ein bisschen komisch ist. Im ersten Teil ist es, kriegst du ja immer... Danken dir immer welche Leute dafür, wenn du... Wenn du die Leute irgendwie... Wie wär's nachher mit einem Bier? Untödlich weggeschafft hast. Und das macht es ja irgendwie mehr oder weniger zur Pflicht. Ja, verdammt. Die Typen würden mich ja alle sehen, wenn ich das mache, ne? Texas, ja. Ich möchte nicht, dass die ganze Zivilbevölkerung mich sieht. Gibt es nicht irgendwie ein Fenster in die Richtung, Freunde? Ich will ja eigentlich nur mit meinem Wissenschaftler hier raus, Freunde. Ich hatte doch schon mal irgendein Fenster, was zur Seite rausgeführt hat. Den bin ich ja reingekommen. Mal nicht. Ha. Klar, bin dabei. Ach, scheiß drauf, ich renne einfach durch mit der Leiche und gut ist. Solange die Typen mich nicht angreifen, können sie eigentlich machen, was sie wollen, oder? Ich kann leider nicht die Zeit anhalten, aber was soll's. Was ist hier? Eine Leiche! Ich will nicht hier! Hilf mir doch jemand! Zu Hilfe! Warte! Sonst wäre ich nicht gerade sehr subtil, wie ich hier entkommen bin, aber da hinten scheint mich irgendwie nicht zu beachten. Ich finde es alles gut. Ha. Hat sich von deinen Kindern verabschiedet. Aha. Diese Grundstimme kommt mir so bekannt vor. So. Megan wartet hier einfach. Jo. Grüß dich. Geschafft. Wie geht's ihm? Er ist schwach und verwundet, aber er kommt durch. Bestimmt. Ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich hör's mir auf dem Schiff an. Oha. Ja, zur Tür. Also gehen wir.
Ach ja, so, geisterhaft nie entdeckt, barmherzig niemanden getötet. Nee, das ist wirklich nur dieser eine Typ gestorben? Ach, verdammt. Ja, der Chaosfaktor müsste trotzdem gering sein, okay, gut. Ja, weil dieser eine Vollidiot sich da auch unbedingt hat erschlagen lassen. Das war wirklich der Einzige, der getötet ist. Warte mal, geht der getötet? Moment mal. Welchen Gegner habe ich denn getötet? Okay, es war anscheinend jemand anders. Weil ich dachte eigentlich, das war der eine Typ, der durch den Fahrstuhl erschlagen wurde. So, wir haben relativ viel Gold und wir haben fast alle Baupläne mitgenommen. Fast alle Gemälde. Oder alle Runen. Zumindest den Scheiß hier haben wir komplett mitgenommen, wie es nur ging. Kartenhäuschen in der Winterstation aufgebaut. Hätte man bestimmt noch mehr machen können. Naja, was soll's. Soll ja auch kein 100% Run hier werden. Da müsste ich ja immer ein schönes Tutorial auf dem zweiten Desktop offen haben. Wenn ich wirklich 100% machen will. Nicht ein Tutorial, aber hier eine Beschreibung, was alles zu machen ist. 100% Run? Gibt ja irgendwie Leute, die... Weiß nicht, hätte da irgendjemand dran Spaß, wenn ich das komplette Spiel wirklich mit Taktik durchspielen würde? Oder ein beliebiges Spiel? Wirklich versuchen, alles Maximum rauszuholen? Zu schneiden? So, bin ich mal gespannt. Sind wir diesmal... So. Wo ist eigentlich mein Tagebuch hin? Wo ist mein Tagebuch hin? Ich würde da gerne... Ich würde gerne mein Tagebuch schreiben, Freunde. Wo ist das hin? Oh, okay. Das nichts, aber dieses Mal irgendwie anders. Ich wollte kurz bemerken, dass es das mein Tagebuch ist. Weil ich keine Fähigkeiten habe, ist sofort klar, dass ich mich... Oh. Sieht irgendwie so baumig aus, ne? Jetzt haben wir Präsenz. Möchte sich Delilah bei mir persönlich nochmal bedanken, oder was? Überrascht, dass ich sie hierher holen kann? Der Outsider hat auch mich gezeichnet. Ich vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete ihren Vater. Sie hatten es nicht leicht. Als ich jung war, waren die süße Jessamine und ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Aha. Mich? Wenn nicht, wie macht Delilah das? Ich finde es nicht gut, dass sie gesagt hat, sie hat Corvo getötet. Ich hoffe doch sehr, wir kriegen ihn auf. Ich sagte doch, Ines, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Jessamine ist jünger als ich und jeden Tag am Hof. Jessamine ist... Es ist kompliziert. Du wirst es etwa verstehen. Was habe ich getan? Ich werde brav sein, wirklich. Nächstes Jahr, versprochen. Aha. Jetzt natürlich die Frage. Ist das eigentlich Schiefer? Sieht aus wie Schiefer. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Wahrheitsgehalt hat diese ganze Welt hier, ne? Ich habe leider immer noch kein Herz. Ne? Schade. Ja, das sieht wirklich sehr baumig aus hier. Also man sieht schon, es ist. Noch ein Fernseher? Nee. Tagsüber spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Was hab ich davon gemacht? Willst du mir sagen, wer es war? Wir haben nur gespielt. Junge Jessamine, was haben Sie ihm gesagt? Sie war's. Delilah lügt, sie hat's kaputt gemacht. Das Ding ist, wenn sie diese Welt hier selber fabriziert hat, kann sie wahrscheinlich auch Erinnerungen fabrizieren. Wie viel Wahrheitsgehalt ist da dran, dass sie überhaupt da irgendeine Verwandtschaft aufweist? Eigentlich recht unwahrscheinlich. Seltsames Pärchen, Präsenz? Achso. Irgendwann landeten Mutter und ich im Schuldturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren.
Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Aha. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist krepiert, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein! Ihre Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Du kannst hier nicht länger bleiben. Aha. Ein Ausweg. Noch mehr zu erkunden. Ich bin ja eigentlich ganz gerne im Nichts. Das sieht immer recht dramatisch aus. Obwohl mir das Nichts, dass das Ort 1 war, wie strukturierter. Ich hatte zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Vor allem, welchen Zweck hat es, mir das zu zeigen? Eigentlich nur mich, ja, 5. Zwerg-Tuvel. So weit sind wir schon. Eigentlich nur mich zu verunsichern, oder? Prinzipiell, es kommt dabei rum. Schwer zu sagen. Vor allem, warum ermordet sie? Als ich jung war, hat die Verschwörung der Kaisertreuen, die mich verschleppt hat, auch Anton Sokolov geholt. Sie haben ihn in den Pub gebracht und in einen Hundekäfig gesperrt. Und wissen Sie was? Sokolov hat sie ausgelacht. Er hat mir viel beigebracht und lustige Geschichten erzählt. Er schien unsterblich. Sein Geist hat unsere Zeit geprägt. Das ist jetzt anders. Der Alte spricht nicht viel. Er isst, was er bekommt. Stöhnt im Schlaf, hustet Blut. Ich dachte, er könnte mir das Geheimnis für den Sieg über Delilah und zur Rettung des Kaiserreichs verraten. Aber er scheint nicht mal zu wissen, wo er ist. Ha. Das ist natürlich sehr schade. Was soll man machen, die einen Verjüngungstinktur finden? Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Also diesmal wissen wir in der richtigen Welt. Aha, das Tagebuch ist wieder da. Ich bin bei ihr. Sogar nichts könnte ich mehr tun. Mutter, das war kein Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Nein, sie hat den Staatsstreich eingefädelt. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Schon bald. Hat sich nicht genau das erhofft? Danke. Ich sollte es Ihnen eigentlich ins Gesicht sagen, aber das kann ich nicht. Danke für das, was Sie getan haben. Dass Sie Anton zurückgebracht haben. Was würde ich nur ohne ihn tun, wenn ich mir am Schiff herumtüfte, vor sich hin murmelnd über seinen schmierigen Bart streichen würde? Ich wollte ihn ja lieber alleine finden, aber ich bin beeindruckt, was Sie alles durchgemacht haben. Jedenfalls genießen Sie diese Flasche aus dem Vorräten des Captains. Gutes Zeug habe ich von einem Adligen, der einmal schnell aus Kanaka heraus wollte. Was brauchen Sie jetzt auch, wo Anton zurück ist? Wenn Sie schlafen wollen, sein Schnarchen geht durch alle Wände. Megan. Mhm. Vera Feigenwein. Na toll. Clear. Das Reiseprotokoll. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wo ich war, ne? Rationierungsverteilung von Wanne. Achso, das hatte ich ja schon gelesen. Oder das Maschinenhaus, sag ich das, ne? Ja, oder? Ich habe Sokolov gerettet. Der Mann hat viele Jahre meiner Familie gedient. Er hat mich zu intellektuell ausgebildet und mir in seinen derben Humor gemacht. Und jetzt habe ich einen kleinen Teil von dem, was ich ihm schulde. Moment. Lesen wir alles sowieso in der nächsten Folge. Macht's gut.